Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Irgendwie habe ich gerade so das Gefühl, ich habe hier so eine komische Strähne, aber ich glaube, das sieht nur so aus wegen dem Buch hier im Hintergrund. Naja, sei es drum, darum geht es heute nicht. Heute geht es um meine Neuzugänge und ich weiß gar nicht, wie viele X ich davor setzen soll. Ich hatte ja Geburtstag und die Geburtstags-Neuzugänge zeige ich im Juli, obwohl ich im Juni hatte, weil ich ja Ende Juni Geburtstag habe und das einfach zeitlich letztes Mal mit dem Videodrehen nicht hinbekommen habe. Ich zähle jetzt mal kurz, wie viele Bücher es zum Geburtstag waren und wie viele es insgesamt sind. Also es sind 16 Bücher, die ich zum Geburtstag bekommen habe, plus 13 weitere Bücher. 16 und 13 macht 29 Bücher. Oh Gott. Okay. This could be funny. Vor allen Dingen nächstes Jahr zur Rache des Sub. Okay, wir starten einfach mal, damit das Video nicht zu lang wird. Und ihr schreibt mir bitte, bitte gerne in die Kommentare, welche Bücher euch interessieren, welche euch nicht interessieren, welche ihr gelesen habt und welche von denen, die ihr gelesen habt, ihr gut fandet oder nicht so gut. Das hilft mir immer ungemein. Und ja, ich würde sagen, wir fangen mit den Geburtstagsbüchern an. Und da habe ich als allererstes dieses schöne Stückchen hier. Dieses Schmuckstück, das ist ein Disney-Buch und das habe ich von den Eltern von meinem Patenkind bekommen, weil der Papa von meinem Patenkind und ich, wir sind große Disney-Fans und ich habe mich wahnsinnig gefreut, als ich dieses Buch hier ausgepackt habe. Damit habe ich irgendwie nicht gerechnet und ich bin ja super gespannt drauf. Das ist ja auch mehr so ein bisschen zum ein bisschen Durchblättern halt, aber ich finde es ganz, ganz schön gemacht und freue mich wahnsinnig über dieses Buch. Dann habe ich von einer lieben Freundin bekommen, Hotelinsel Blickwolken über dem Meer. Das war auf meiner Amazon-Wunschliste und sie hat es mir ausgesucht. Und dann habe ich ihr geschrieben, Mensch, voll cool, dass du ausgerechnet dieses Buch ausgesucht hast. Das ist ja eigentlich auch nichts, also es ist nichts, was sie eigentlich liest. Und dann hat sie gesagt, ja, aber es war das Aktuellste und deshalb habe ich es ausgewählt. Und darüber habe ich mich sehr gefreut. Das war eine Empfehlung von einer anderen Freundin und ich bin super gespannt. Ich finde es auch einfach wunderschön. Also ich finde es ganz, ganz hübsch. Klappentexte kann ich heute nicht lesen. Wenn ich Klappentexte lese, werden wir nie fertig. Der Stapel neben mir, das sind vier Stapel. Die sind alle so hoch. Falls jetzt die Kameraeinstellung etwas anders ist, dann liegt es leider daran, dass gerade der Akku von der Kamera leer gegangen ist. Gut, aber wir machen jetzt einfach weiter mit dem Geburtstag. Nein, also ich habe mich natürlich immer sehr über die Bücher gefreut und ich habe mir einen Großteil davon ja auch gewünscht. Aber ja. Es sind halt auch so noch einige Bücher dazugekommen und deswegen sind das ein bisschen viele geworden. Ich weiß leider nicht genau, in welcher Reihenfolge die sind. Ich kann euch nur sagen, was der erste Band ist. Ich stapel die hier auch nochmal so auf. Wahrscheinlich habt ihr das eh schon gesehen. Und zwar ist es die plötzlich Fee-Reihe. Nee, ist keine Tetralogie, oder? Doch, Tetralogie plus Zusatzband. Naja, ich habe keine Ahnung. Also, das sind die 5 Bände zur Plötzlich-Fee-Reihe. Wir haben hier Sommernacht. Das ist ja der erste, den habe ich tatsächlich auch schon angefangen zu lesen. Dann kommt, glaube ich, Winternacht. Dann verlesen sie ihn. Dann habe ich hier noch die Herbstnacht und die Frühlingsnacht. Dann habe ich hier noch das Geheimnis von Nemanie. Das ist ja quasi so eine Art Zusatzband. Genau. Die habe ich mir von meinem Freund gewünscht und bekommen, weil es nämlich auf Instagram eine kleine Leserunde dazu gibt. Und da wollte ich unbedingt dran teilnehmen. Und dann hat es quasi gepasst, auch wenn ich etwas hinterherhinke. Ja, ich hoffe, dass ich das noch aufholen kann. Dann kommen wir zu den 2 Büchern, die ich von Lena bekommen habe. Und zwar habe ich mir ja von ihr gewünscht, quasi ihren liebsten Fear Street Band. Den habe ich auch bekommen. Das ist das Skalpell. Das, ja, hoffe ich, dass ich das einfach mal an einem Sonntagabend Nachmittag lesen kann oder vielleicht auch an einem Samstagnachmittagabend, wie auch immer. Also, weil es ist ja relativ dünn und ich hoffe, dass mir das gefallen wird. Ich habe dann auch schon geguckt, ob es denn noch andere Bücher irgendwie bei mir um die Ecke über eBay Kleinanzeigen gibt, falls mir das zusagt, weil ich das eigentlich ganz cool finde, weil das eben halt was so für zwischendurch sein kann, wenn es mich denn anspricht. Das weiß ich noch nicht. Und dann habe ich ebenfalls von Lena bekommen, jetzt muss ich mir Mühe geben, Mr. Parnassus Heim für magisch Begabte. Darauf freue ich mich sehr. Da habe ich schon sehr viel Positives drüber gehört. Ich weiß auch, dass Steffi von Lady of the Books, also Steffi von den Kings Herland, das sehr gefeiert hat.
Und Lukas hat es sehr empfohlen und auf Lukas kann ich mich eigentlich auch immer sehr verlassen. Danke für deine Buchtipps an dieser Stelle. Und deshalb freue ich mich umso mehr, dass Lena dieses Buch ausgesucht hat und hoffe sehr, dass es hier nicht versauert, sondern ich es sehr bald von meinem Stapel befreien kann. Dann habe ich von einer Freundin ein Buch bekommen, das mir noch gar nichts gesagt hat. Aber sie hat genau meinen Geschmack damit getroffen. Das ist ein historischer Roman und es geht eben um eine Frau, ja, die so ein bisschen, ja, diesen, also es gibt einen Schicksalsschlag, wie halt sonst auch, und sie versucht dann eben für sich und ihre Familie zu kämpfen und das finde ich klingt ganz, ganz toll und es sieht auch sehr, sehr schön aus. Also ich finde das Buch wunderschön. Ich finde, wie gesagt, das Cover auch total toll. Es ist mal was ganz anderes und bin super gespannt auf dieses Buch. Ich habe mich sehr gefreut, als ich ausgepackt habe, weil ich, wie gesagt, das war so die größte Überraschung, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet habe. Und ich fand es ganz toll, dass es ein Buch ist, das ich auch noch gar nicht kannte. Das hat mir am meisten gefallen. Und ich weiß nicht, ob ihr euch an die letzten Neuzugänge-Videos erinnert. Da habe ich ja so ein bisschen angefangen, die Bücher rund um das Cassandra-Clare-Universum zu sammeln. Und wir waren dann in Ludwigsburg in der Buchhandlung. Das ist hier die nächstgrößere Stadt quasi. Und da gab es diese beiden Schätzchen. Und die hat mir mein Freund dann eben gekauft und dann zum Geburtstag geschenkt. Und zwar sind es einmal die Chroniken des Magnus Bane. Und dann haben wir hier die Legenden der Schattenjäger-Akademie. Und da habe ich mich super gefreut und ich hoffe sehr, dass mir das Universum jetzt auch gefallen wird, weil wenn nicht, hätte ich echt ein Problem. Clockwork Angel habe ich angefangen, aber leider hänge ich da etwas hinterher. Genau, aber ich bin ja sehr gespannt. Ich bin sehr froh, dass ich die noch bekommen habe, dass es die da gab. Und das, oftmals ist das Problem ja leider bei Büchern, die schon länger in Buchhandlungen stehen, und ich glaube, die gehören da so ein bisschen dazu, dass die so ein bisschen, ja, mitgenommen aussehen. Ist hier aber zum Glück gar nicht der Fall und ich freue mich unglaublich darauf. Wirklich total. Mal gucken, ob mich das jetzt gerade total interessiert. Hier steht ja noch nicht. Oftmals steht doch da, wann das gedruckt wurde. Ah doch. Ja, hier ist die erste Auflage aus 2019. Also, na, wir haben jetzt 21, das Buch ist schon 2 Jahre alt. Und die Chroniken des Magnus Bane. Ah, 2020, also das ist noch nicht so alt. Also vom Druck her. So, genau. Und dann habe ich noch 4 Bücher zum Geburtstag gekriegt. Das hatte hier auch mal eine Abonnentin kommentiert, dass das was für mich sein könnte, weil ich die Duftapotheke so gerne mag. Und zwar ist das die Glücksbäckerei. Den ersten habe ich tatsächlich auch schon gehört. Dann habe ich noch den zweiten bekommen. Die sind aber, also die haben wir gebraucht gekauft, weil die gibt es, den ersten und den zweiten, nicht mehr im Hardcover neu zu kaufen, sondern nur noch als Taschenbuch. Also 2. Dann haben wir hier die 3 und die 4. Den ersten fand ich super süß. Ich muss aber sagen, ich für meinen Geschmack würde sagen, es ist doch noch mal kindlicher als die Duftapotheke. Aber nicht schlecht, definitiv nicht. Aber halt so ein bisschen kindlicher einfach. Genau. Aber wie gesagt, also so wie die Abonnentin schon gesagt hat, wenn ihr gerne mal so Kinderbücher lest und die Duftapotheke zum Beispiel schon kennt, dann könnte die Glücksbäckerei auch was für euch sein. So. Dann ist diesen Monat noch bei mir eingezogen. Das muss ich hier mal kurz aus meinem Wagen rausziehen. Das habe ich nämlich schon gelesen. Das ist das Zepter aus Licht. Mehr dazu erzähle ich natürlich. Gehört so. Ja, das gehört so. Entschuldigung, ich war kurz irritiert von diesem Punkt hier. Aber ihr hört so, das ist hier auch so. Von Mara Wolf. Ich möchte nicht viel dazu sagen. Weil ich das ja in meinem Lesemonat besprechen möchte, aber ich muss sagen, das ist halt Highlight, ein absolutes Highlight. Mehr sage ich aber auch gar nicht. Ihr solltet euch das auf jeden Fall mal angucken. Es ist grandios. Ich fand es grandios. Ja, ganz tolles Buch. So, dann haben wir hier 2 Bücher, die sind aus dem Wanderpaket. Ich verlinke euch unterm i, weil das Video zu dem Wanderpaket es darum ging und da habe ich mir rausgenommen, Martha und Arthur. Und ich finde dich. Das soll wohl so ein Krimi-Thriller sein, der spannend ist, ohne dass es
sehr, sehr aufregend oder aufwühlend ist. Da bin ich super gespannt. Vielleicht ist das einfach was für mich als Einsteiger, hatte ich so die Hoffnung. Und deshalb habe ich den damals aus dem Paket rausgenommen. Genau. Ich versuche gerade so ein bisschen zu sortieren. Es sind hier doch noch einige übrig und ich weiß nicht so richtig, wo ich anfangen soll. Ich zeige euch jetzt einfach mal kurz drei Rezi-Exemplare, die den Monat bei mir ankamen. Und zwar erst heute hier eingeflattert ist der dunkle Schwarm von Marie Grashoff. Da habe ich mich so drüber gefreut. Ich freue mich so unglaublich auf dieses Buch und hoffe, dass es euch allen auch gefallen wird, weil ich ja schon so von Marie geschwärmt habe. Und also da freue ich mich schon wahnsinnig drauf. Wir haben auch heute an Belial, Götterkrieg, also das ist ja quasi die Vorgeschichte zu Isara, die sich um Bel, also Belial dreht. Da freue ich mich auch super, super, super drüber. Oh, ich wirklich, da bin schon so gehypt. Und ich hoffe, oh nein, Sonja und Marco. Ah. Sehen wir uns. Kann man nur sagen, hin? Ich weiß, es ist nicht schlimm, aber ich liebe die Reihe, also bin ich ein bisschen traurig. Das sieht so schön. Also darauf freue ich mich unwahrscheinlich. Wirklich ganz, ganz toll. Und ich hoffe sehr, dass es mir gefallen wird, auch wenn ich jetzt schon gesehen oder gelesen habe von einigen, dass es nicht so, so gut ist wie Isara. Aber ich glaube, man muss da auch mit einer anderen Erwartungshaltung hingehen. Na, also es geht ja auch einfach nicht um die Geschichte von Isara, sondern es geht um die Geschichte von Belial. Und dann ist noch bei mir angekommen. Das erscheint allerdings erst im August. Ich blende euch hier unten auch nochmal ein, wann genau es erscheint. Crave, liebe mich, wenn du dich traust. Das hat einen ganz tollen Buchschnitt. Ich finde es nur ein bisschen schade, dass es hier hinten nicht den Original-Klappentext hat, sondern eben, ja, Leseexemplar-Rückseite, sag ich mal. Aber es ist auch hier innen drin total schön. Da hat man nämlich so einen schönen Lageplan. Und ich freue mich schon sehr auf dieses Buch. Ich bin total gespannt. Es geht hier so ein bisschen um Vampire und Akademie. Und ich bin, ja. Gott, bin ich jetzt erschrocken. Fussel hat gerade genießt. Ich weiß nicht, ob man das im Video hören kann, aber ich bin. Oh Gott, die Katze. Ich bin super gespannt, wie das verarbeitet ist, wie es ist. Ja, ich habe so ein bisschen Twilight-Vibes, obwohl ja, erst neulich haben wir uns über Twilight unterhalten und haben ja gesagt, so im Nachgang betrachtet ist die Geschichte eigentlich total. Drüber. Damals fand ich das total toll und ich bin echt gespannt, wie Crave so wird, inwieweit es überhaupt Ähnlichkeiten gibt, abgesehen von dieser Vampir-Thematik. So, und jetzt habe ich hier noch Bücher, die aus unterschiedlichen Gründen hier eingezogen sind. Fangen wir mal mit dem an, das ich schon gelesen habe. Und zwar ist es Das Geheimnis der Schokoladenkekse. Ein Fall für Hannah Swenson. So ein süßes Buch, im wahrsten Sinne des Wortes. Es geht hier um eine kleine Bäckerei und es stirbt jemand, es wird jemand ermordet und die Bäckerin, Konditorin versucht dann so ein bisschen mitzuermitteln, weil sie ja so viel mitbekommt durch dieses Café mit ihrer Bäckerei. Es sind super süße Rezepte hier drin und ich weiß nicht, durch Zufall hat mich irgendwie der Buchrücken in der Buchhandlung angesprochen und ich habe jetzt auch herausgefunden, dass eben zu dieser Mord in bester Traditionsreihe vom Lübbe Verlag gibt es auch noch andere Bücher, die ich mir definitiv mal angucken möchte, weil ich das einfach super süß fand. Das ist jetzt nicht mega spannend und mega aufregend, aber einfach ja so ein bisschen Wohlfühlen mit ein bisschen Krimi und so ein perfektes Buch für einen verregneten Sonntag aufs Sofa mit Decke, finde ich. Meine Meinung. Dann war ich mit meinem Freund in Heidelberg und da bin ich an diesem Buch hier vorbeigestolpert und ich habe dann gesagt, ich nehme das jetzt einfach mit, weil ich das gerne haben möchte, weil ich einfach das Buch schon so lange auf meiner Wunschliste habe und jetzt kaufe ich es mir einfach und gönne mir das nochmal, bevor es jetzt wirklich im August an den Suppabbau rangehen soll. Vor allen Dingen, nachdem jetzt 29 Bücher eingezogen sind. Aber das hat mich einfach schon lange angesprochen. Ich fand die Thematik mit diesem Unterwasser toll und wollte das dann einfach haben. Und ich finde auch das Cover total schön. Es ist zwar ein bisschen drüber, aber irgendwie auch schön. Wobei ich sagen muss, hier im Original ist es gar nicht so quietschig bunt, wie es im Internet erschienen ist. Da sah das Pinke war viel greller. Ja, aber da freue ich mich schon sehr drauf.
Ratlosigkeit. Irgendwie möchte ich gerne einen roten Faden haben, den habe ich aber nicht. Also fange ich einmal mit dem Buch an, über das ich mich auch sehr gefreut habe. Und zwar ist das Lavendelzimmer von Nina George. Der Basti von Belletristik Basti hat ja im Juni, Anfang Juli, die Spendengala veranstaltet für das Alpha-Telefon. Und wie gesagt, also bei der ersten Spendengala habe ich dieses Buch hier von Eva ersteigert und ich fand es ganz, ganz toll. Sie hat so eine richtig schöne Widmung hier reingeschrieben. Und das Buch hat mich einfach angesprochen und ich bin ja gespannt, wie es mir gefallen wird. Und irgendwie freue ich mich sehr. Es hat sich schon so ein bisschen in mein Herz geschlichen, allein schon durch die tollen Worte, die Eva da vorne reingeschrieben hat. Genau, Eva ist auch eine Booktuberin. Nochmal ganz kurz an der Stelle, ich verlinke sie euch hier unterm I. Unterm I. Sie heißt Herz auf der Zunge und sie ist ein ganz, ganz toller Mensch. Und genau, hier so eine kleine Herzensempfehlung noch. Zusätzlich zu den ganzen Büchern hier. Dann habe ich auch in Heidelberg, war das in Heidelberg oder war das hier vor Ort? Ich weiß gar nicht mehr. Seht ihr, wenn man nicht mal mehr weiß, wo man die Bücher gekauft hat, ist auch traurig. Das ist ein Buch von Karen M. McManus, Two Can Keep a Secret. Das gab es ja auch als Hardcover. Ich habe gedacht, naja gut, wenn es das jetzt schon als Taschenbuch günstiger gibt, dann nehme ich jetzt einfach mal das Taschenbuch mit. Bisher fand ich die Bücher von der Autorin ja auch immer sehr gut. Die haben mir immer gut gefallen und deshalb dauert noch ein bisschen, bis da nochmal was rauskommt. Nehmen wir mal das Buch mit. Apropos, da erscheint wohl den nächsten Film, oder sie sind zumindest schon am Drehen, für den ersten Teil. Moment, wie hieß der denn? Wie hieß der erste, der zweite heißt? One of Us is Next. One of Us is Lying. Das war der erste Teil einer Dilogie und der wird verfilmt. Genau, super cool. Und auf dieses Buch freue ich mich auch schon sehr. Dann hatte ich mit zwei Freundinnen ein kleines Wanderpaket. Da haben wir allerdings nur 5 Bücher reingepackt. Und da habe ich rausgenommen A Good Girl's Guide to Murder. Da freue ich mich schon sehr drauf. Sina hat es wohl nie gelesen. Also das Bändchen ist hier noch drin. So wie es gehört. Das Buch habe ich schon ein paar Mal gesehen, habe mich nie damit befasst und als es jetzt im anderen Paket war, habe ich mal so ein bisschen eingelesen und den Klappentext gelesen und fand es ganz interessant. Bin schon mal gespannt, wie mir das gefallen wird. Das geht ja auch so ein bisschen, habe ich das Gefühl, in die Richtung von Karen M. McManus. Von daher könnte das ja was für mich sein. Genau, und dann haben wir hier noch das Buch aus der Witch Crown Box Juni. Das ist ja der zweite Teil der, wie heißt denn diese Reihe? Ich weiß es gar nicht. Also der erste Teil ist ja Ein Fluch so ewig und kalt und der zweite Ein Herz so dunkel und schön. Da bin ich auch gespannt drauf, ob mir das gefällt. Ich könnte mir vorstellen, dass mir das gefällt. Aber ich weiß noch nicht, ich habe den ersten auch noch nicht gelesen. Und dann kommen wir noch zu zwei Büchern, die ich irgendwie so, ja, die haben mir ein besonders positives Gefühl vermittelt, weil wir waren auf einer Lesung im Buchhaus Witwer Thalia in Stuttgart. Und, Trommelwirbel, es sind zwei New Adult Bücher. Und zwar einmal Vielleicht jetzt von Caroline Wahl. Das ist ja auch jetzt erst vor kurzem erschienen. Caroline hat so einen netten Eindruck gemacht. Und ihre Protagonistin soll wohl so ein ganz, ganz positiver Mensch sein. Da habe ich mir gedacht, vielleicht kann ich mir da eine Scheibe von abschneiden. Ja, und es spielt in München. Das finde ich irgendwie sehr sympathisch. Es ging bei der Lesung auch darum, wie es ist, wenn eben die Bücher in Deutschland spielen oder halt eben auch nicht. Wie man damit umgeht. Ich persönlich finde das eigentlich total toll, weil ich einfach da mehr Bezug dazu habe, wie wenn das in England oder in Amerika spielt, weil ich weder in England noch in Amerika jemals war. Von daher bin ich da super gespannt drauf. Und die liebe Nina hat ebenfalls gelesen und ich fand sie so sympathisch und sie hat so toll über ihre Geschichten gesprochen. Gelesen hat sie aus dem dritten Band. Das ist aber bei der Trilogie nicht schlimm. Die sind in sich alle abgeschlossen. Wenn man die aber lesen möchte, sollte man sie bestmöglich nach Reihenfolge lesen. Also quasi wie bei der Ergen-Reihe oder auch bei Redwood Love oder der Green Valley-Reihe. Und das Ganze, also hier spielt es eben in London. Das war eben auch die Diskussion, die beiden hatten oder das Gespräch. Und ich weiß nicht, das hat mich einfach angesprochen. Ich fand Nina total sympathisch und eine Freundin, auf deren Meinung ich sehr viel Wert lege, die dann auch gesagt hat, das könnte was für dich sein, habe ich gedacht, okay, das probiere ich jetzt einfach mal. Und deshalb ist dieses Buch ja auch eingezogen. So, liebe Leute, das waren meine 29 Neuzugänge. Holy... Oh, naja. Okay, wie gesagt, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir in die Kommentare schreibt, welche Bücher ihr besonders toll fandet, welche ihr nicht so gut fandet. Also, wenn ihr sie schon gelesen habt,
Ja, einfach so ein kurzes Feedback und ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Fühlt euch doll gedrückt und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss!